Hallo, ich bin Boris Herrmann, Skipper dieses Schiffes, Imoca 60, Sea Explorer, Yacht Club de Monaco. Ja, diese Imoca 60 Rennjachten sind sowieso schon unglaubliche Boote. Beim letzten Vendée Globe Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 17 Knoten um die Welt. Jetzt mit diesen neuen Foils, und wir haben große, diese roten neuen Foils installiert auf dem Schiff, können wir manchmal Durchschnittsgeschwindigkeiten von 22 Knoten erreichen und Top-Geschwindigkeiten von knapp 40 Knoten, also fast 80 km/h. Ja, jetzt für das Vendée Arctic Rennen will ich das beste Resultat erzielen, was ich kann. Aber das Wichtigste für mich ist, das Boot nochmal richtig gründlich zu testen fürs Vendée Globe und nochmal sehr viel zu lernen. Wir haben 2 Monate Segelzeit verloren, in Anführungsstrichen durch Corona. Und jetzt müssen wir dieses ein bisschen aufholen und während des Rennens noch eine ganze Menge lernen über die neue Konfiguration mit den großen Foils. Sea Explorer ist eine Online-Plattform des Logistikunternehmens Kühner & Nagel, die Kunden ermöglicht, die Emissionen unter anderem auch, also ihre Emissionen im maritimen Transportsektor zu managen. Sea Explorer, diese Plattform, macht es möglich, verschiedene Routenalternativen und verschiedene Reedereialternativen zu vergleichen. Und die Unterschiede sind zum Teil dramatisch, bis zu 300%. Und so kann ich sozusagen als Endkunde sagen, ich möchte möglichst wenig CO2-Emissionen auf einem bestimmten Transport haben und benutze deswegen eine Route B und nicht A. Jetzt während des Vendée Arctic Rennens haben wir eine spezielle Boje an Bord. Argos Float heißt das. Das ist eine wissenschaftliche Messboje, die wir in der Nähe von Island ins Wasser bringen, über Bord werfen. Die Wissenschaftler sagen uns genau, wo die beste Stelle ist, um das Gerät ins Meer zu bringen. Und dies kann dann dort 4 bis 5 Jahre autonom rumschwimmen und taucht alle paar Tage ziemlich tief in den Ozean und sendet diese Ozeanmessdaten automatisch an Land zurück. Und das hilft den Wissenschaftlern besser zu verstehen, unter anderem auch, wie Klimawandel und die Ozeane interagieren. Und gleichzeitig haben wir ein automatisches Labor fest installiert an Bord, eine große Kiste, das Oberflächenwasser durchpumpt und Messdaten liefert und auch automatisch an Land sendet. Und da verstehen wir vor allem, die Wissenschaftler können Daten nutzen, wie viel CO2 vor allem im Ozean, im Oberflächenwasser im Ozean ist. Dies ist unser ozeanografisches Labor hier an Bord. Es ist komplett automatisch. Es pumpt Seewasser durch den Kiel in diese Maschine und schüttet das Seewasser dann auch wieder durch den Kiel ins Meer zurück. Und in dieser weißen Box hier wird aus dem Seewasser Gas herausgefiltert. Und gemessen, wie hoch ist der Gasdruck, der partielle Gasdruck im Wasser, also wie viel CO2 haben wir, wie viel Sauerstoff und andere Gase. Aber das, was für uns vor allem interessant ist, ist, wie viel CO2 ist im Ozean, welche Rolle spielen die Ozeane, um den Klimawandel abzumildern. Und um diese für die Klimawissenschaft extrem wichtige Variable zu messen, braucht man ein Schiff, braucht man ein Fahrzeug, wenn man relativ viel Strom braucht. Und daher kann man das nicht von driftenden Bojen oder anderen Messgeräten mit dieser Präzision messen. Dies ist ein wissenschaftliches Instrument. Wir nennen das Argo Float oder Profiler. Das kann ein Tiefenprofil erstellen im Meer. Es taucht 1000 Meter tief und kommt wieder hoch an die Oberfläche, sendet dann in 10 oder 15 Minuten seine Informationen, seine Messdaten via Satellit ans Land zurück. Und das wiederholt es alle 10 Tage über 4 oder 5 Jahre. Also es ist eine unglaubliche Maschine mit einer großen Batterie hier. Und diese Maschine wurde jetzt, diese Maschine hier konkret, die wurde recycelt. Die war schon mal 4 Jahre im Ozean, wurde dann wieder aufgenommen, wieder hergerichtet und wir können sie jetzt nochmal aussetzen. Und diese Daten sind natürlich wichtig, um die Ozeane besser zu verstehen. Die Ozeane spielen eine zentrale Rolle im Klimawandelkontext.
Der letzte IPCC-Bericht hat schon festgestellt, dass die Ozeane im Durchschnitt 1 Grad wärmer werden, was dramatische Folgen hat. Zum Beispiel alle Korallen der Welt sterben bei 1 Grad Temperaturanstieg ab. Und das wird gemessen mit 4.000 bis 5.000 solcher Bojen, die auf den Weltmeeren herumschwimmen.